Herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei uns auf GustroTV. Am 26. November um 14 Uhr findet die nächste Fischereischeinprüfung statt. Die Anmeldung erfolgt persönlich bis zum 16. November bei Herrn Levermann. Minderjährige Teilnehmer benötigen die Einverständniserklärung ihres gesetzlichen Vertreters. Es werden Schulungslehrgänge zur Vorbereitung auf die Prüfung angeboten, und zwar am 25. November von 12 bis 19 Uhr und am 26. November direkt vor der Prüfung von 8 bis 14 Uhr im Autohaus Paco. Die Ecolea Internationale Schule lud zu einem interessanten Tag der offenen Tür ein. Zu einem Tag der offenen Tür lud die Ecolea Internationale Schule in der Plauer Straße in Güstrow ein. Der Andrang war groß. Die Schülerinnen und Schüler hatten sich mit ihren Lehrern gut auf diesen Tag vorbereitet. Sie führten in kleinen Gruppen durch das Schulhaus, erklärten den Besuchern alles und zeigten auch, was zum Unterricht dazugehört. Beispielsweise zeigte Lotta aus der 6. Klasse, was eine Morning Assembly ist, die jeden Tag in der ersten Stunde von einem Schüler übernommen wird. Lotta berichtete über GustroTV. Wie sieht das Programm aus, wo finden die Aufzeichnungen statt und vieles mehr verriet sie dem Publikum und erhielt dafür reichlich Applaus. Dieses Ritual, das von den Schülern reihum übernommen wird, übt das freie Sprechen. Es gibt noch andere Besonderheiten der Ecolea. Einige davon verriet Schulleiter Gunther Krämer. Ja, das Besondere an der Ecolea ist, dass wir eine ganz große Familie sind. Wir nennen uns ja selber liebevoll die Ecoleaner. Wir sind füreinander da, wir helfen uns in schwierigen Phasen. Wir sind rücksichtsvoll, verständnisvoll, tolerant, freundlich, ehrlich. Und das ist eine Kultur, die wir nicht nur in Form eines Leitbilds an die Wand schreiben, sondern das versuchen wir jeden Tag zu leben, jeden Tag aufs Neue. 393 Schülerinnen und Schüler besuchen derzeit die Ecolea und werden von etwa 40 Lehrern betreut. Tatsächlich hat es sich herumgesprochen, dass man bei uns ganz anständig arbeiten kann und wir freuen uns tatsächlich über ausreichenden Zuwachs. Also selbst in solchen Problemfächern wie Mathematik, Naturwissenschaften, Sprachen oder sowas, da haben wir immer regelmäßig Bewerbungen und haben den Luxus, uns gute, geeignete, motivierte Lehrer auszusuchen. Die Besucher erfuhren aber auch, dass es eine 10-köpfige Schülervertretung gibt. Die Chöre der Schule boten einige Lieder dar und auch das Orchester, das von Lothar Reißenweber geleitet wird, ließ etwas von seinem Repertoire hören. Der Speiseraum, die Klassenräume, alles stand zur Besichtigung offen. Es gab natürlich auch etwas für das leibliche Wohl. An einem Stand informierten Dagmar Kluge und Steffen Geufke über die Arbeit des Fördervereins der Schule. Gerade haben wir ganz tolle Projekte gefördert. Übrigens bin ich ja gar nicht ganz alleine, sondern wir sind ein starker Vorstand, werben heute auch für neue Mitgliedschaften. Und in diesem Jahr konnten wir von Mitteln des Schulvereins finanzieren eine Küche, eine Freizeitküche für den Nachmittagsbereich für Schüler, die auch länger hier an der Schule sind. Dann haben wir in diesem Jahr umgesetzt, komm, helfen wir mal schnell. Küche habe ich gesagt, jetzt haben wir Schachfeld für Schachfiguren und dazugehörige Boxen, also damit die auch ordentlich weggestellt werden und weggepackt werden können. Und dann haben wir Hochbeete finanziert, die dann natürlich im nächsten Jahr auch von den Schülern mitgestaltet werden und bepflanzt werden können. Also dass auch ein bisschen aktive Tätigkeit da zustande kommt. Ja, da sind wir sehr stolz drauf. Dann haben wir die Schulaufgestaltung, die jetzt hinten schon weiter vorangeschritten ist, ein bisschen mitgeholfen und ausgestattet. Jetzt Fahrradstände, aktuell sind wir auch dabei, das zu finanzieren. Und eigentlich suchen wir immer genug Sponsoren sozusagen, Eltern, die uns dann tatkräftig unterstützen. 3 Stunden lang dauerte das Programm für die Gäste, die sich in allen 3 Gebäuden der Ecolea umschauen konnten. Informationen und Einblicke bekamen sie an diesem Nachmittag definitiv reichlich. Vom 5. bis zum 27. Oktober kommt es auf der Straße GÜ 21 zwischen Ortsausgang Myrosin und Bölkow zur halbseitigen Sperrung bzw. zur Gesamtsperrung des Verkehrs. Aktuell besteht eine halbseitige Sperrung und ab dem 11. Oktober wandelt sich diese dann in eine Vollsperrung.
Wir hatten bereits den ersten Teil des Herbstferienprogramms im Freizeittreff am Schlosspark angekündigt. Nun folgen noch der Donnerstag und der Freitag. Am Donnerstag werden die Kids kreativ und können einen Erkältungsbalsam und Badepralinen herstellen. Und am Freitag wartet ein besonderes Highlight. Denn dann geht es zu einem Ausflug in den Wildpark MV, um das Fest Funkeln im Dunkeln zu erleben. Hierfür ist eine Anmeldung dringend erforderlich. Hier geht es weiter mit unseren Kulturnews. Willkommen zu den Kulturnews. Der Klosterverein vom Kloster Rühn ist für den Deutschen Engagementpreis 2023 nominiert, nachdem er bereits den Deutschen Preis für Heimatengagement erhalten hat. Die Preisverleihung findet am 5. Dezember in Berlin statt, bei der der Klosterverein geehrt werden könnte. Die Gewinner der Jurypreise erhalten jeweils 5.000 Euro Preisgeld. Im Herbst haben alle die Möglichkeit, beim 10.000 Euro dotierten Publikumspreis um Unterstützung zu werben. Die Bürger können online auf www.deutscher-engagementpreis.de bis zum 24. Oktober abstimmen. Die diesjährige Kunstnacht lockte bei fantastischem Wetter und einem vielfältigen Programm zahlreiche Besucher in die Stadt. Mit mehreren Ausstellungseröffnungen, viel Musik und Tanz erfreuten sich Güstrower und Gäste an der 22. Kunstnacht in der Barlachstadt. Wie immer fand sie am 2. Oktoberabend statt. Von Galerien, Geschäften bis hin zu Künstlern, die ihr Atelier öffneten, waren zahlreiche Veranstalter nicht nur in der Innenstadt dabei. Koordiniert wird das Ganze vom Kunst- und Altertumsverein Güstrow. Erstmals wurden die teilnehmenden Gebäude in blaues Licht getaucht und waren so besonders gut zu erkennen. Dr. Arnold Fuchs als erster Vorsitzender freut sich über die 22. Auflage. Das Schöne ist, dass wir sogar 25 Veranstalter haben. Wir koordinieren ja als Kunst- und Altertumsverein und haben 25 Veranstalter. Ich glaube, das ist eine Zahl, die wir bisher noch gar nicht erreicht hatten. Und darüber freuen wir uns, dass wir damit die Möglichkeit geben, dass die Besucher die Chance haben, bis kurz vor Mitternacht durch die Veranstaltung zu ziehen, zu durchströmen und das wirklich zu erleben, dass es ein kulturelles, gutes Ereignis sein kann in Güstrow. Das ist der eigentliche Höhepunkt, dieses schöne Gefühl in Güstrow zu haben, viele Kulturangebote von Lesungen, Musik und so weiter zu finden. Kleine Veranstalter, größere Veranstalter, das macht das aus, dass das also so ganz liebevoll, aber auch sehr kompetent dargestellt wird. Das ist der eigentliche Höhepunkt, die Kunstnacht insgesamt. Die offizielle Eröffnung dieser besonderen Nacht in Güstrow wurde wie jedes Jahr mit der Vernissage in der Städtischen Galerie Wollhalle verbunden. Diesmal zeigt Jan Ratschert aus Hamburg Hidden Places, also versteckte Plätze. Werke in Öl werden hier gezeigt, die sich vornehmlich den Landschaften des nördlichen Europas widmen. Etwas später zeigten hier Tänzer der Deutschen Tanzkompanie Kostproben aus dem Tanzdrama Feuer inmitten der Ausstellung. Die Rotarier hatten an ihrem Stand auf dem Franz-Paar-Platz alle Hände voll zu tun, um Bratwurst, Schmalzstullen und Getränke an den Mann und die Frau zu bringen. Alle Einnahmen hier kommen einem guten Zweck zugute. Beispielsweise profitiert oftmals die Kreismusikschule von dem Einsatz des Rotary-Clubs. Das Sinfonische Blasorchester zeigte gleich zu Beginn auf der offenen Bühne am Franz-Paar-Platz etwas von seinem Repertoire. Das bietet sich geradezu an auf diesem Platz. Im Weinhaus im Hof spielte die Güstrower Gruppe Peak Fine auf, die in diesem Jahr ihr 10-jähriges Bestehen feiert. Und auch hierhin waren viele Zuhörer gekommen, manche sind zum ersten Mal bei der Kunstnacht dabei. Musik war an vielen Orten zu hören, beispielsweise auch beim Bilse-Institut. Dort sang der Tenor Nico Heidemann und entführte die Zuhörer in die Welt von Oper und Operette.
Institutsleiter Rainer Schätz berichtet von guten Erfahrungen im vergangenen Jahr. Ja, also wir haben ja letztes Jahr das erste Mal uns beteiligt und das war so ein voller Erfolg und wir wurden von mehreren Güstrowern angesprochen, ob wir nicht wieder unser Haus aufmachen wollen. Auch unser Motto Genuss der Sinne, also dass man einmal die Musik erleben kann, gleichzeitig, dass unsere Übungsküche ein paar Leckereien vorbereitet hat, hat sich letztes Jahr bewährt. Dieses Jahr haben wir es wieder vorbereitet und ich hoffe, dass viele Güstrower einmal das Angebot der Kunstnacht in Anspruch nehmen und dann natürlich auch bei uns im Haus einkehren. Auch der Dom war gut besucht, als 12 Bläser unter Leitung von Martin Ohse Bläsermusik aus alter und neuer Zeit sowie Abendlieder zum Mitsingen spielten. In der Buchhandlung Welt im Buch wurden Arbeiten einer Künstlerin aus der französischen Partnerstadt Bure-sur-Yvette gezeigt. Die Geschäftsinhaberin hatte Patricia van Ginneken-Peres in Frankreich persönlich getroffen und präsentierte ihre Arbeiten, die Landschaften der dortigen Region zeigen. Im Weltladen musizierten 2 Ukrainerinnen und erhielten viel Applaus. Nur einige Meter weiter spielte Raik Floto auf der Gitarre am Markt 25. Diese Räumlichkeiten hat Christiane Brusch erst kürzlich als offenes Atelier eröffnet. Im Heizhaus vom Hotel am Schlosspark stellte sich der Verein Kniesenack dem Kunstnachtpublikum vor. Von der Geschichte bis hin zur Produktion des besonderen Bieres konnten die Gäste einiges erfahren. Wer wollte, war eingeladen, die Hymne unter Begleitung von Gerald Udendorf sogar mitzusingen oder den Gerstensaft natürlich auch zu verkosten. Viele Gäste und Güstrower hatten sich auf den Weg gemacht, um die Kunstnacht zu erleben. Was aber ist das Geheimrezept? Wenn wir zurückblicken, wie es mal begonnen hat, 2001, als es gestartet ist, ist ja als Nacht der Museen quasi, als Idee von Dr. Ganz aus Berlin hierher gebracht worden. Und das hat sich weiterentwickelt und ist sehr güstrotypisch geworden mit diesen vielen Veranstaltungen. Und der Schwerpunkt liegt nach wie vor auf Kunstnacht. Durchströmen bis Mitternacht, aber dass das Kulturelle, das Kunsterlebnis im Mittelpunkt steht, das ist uns wichtig und da freuen wir, dass es diesmal wieder gelungen ist. Die lauschigen Temperaturen draußen setzten dem Ganzen noch die Krone auf, sodass die Besucher diese Kunstnacht wohl als wärmste bisher in Erinnerung behalten werden. Der Oktober steht in der Uwe-Jonsson-Bibliothek wieder ganz im Zeiten des Leitspruchs: Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Dieses Jahr haben Weltraummärchen-Fans gleich doppelten Grund zur Freude. Am Samstag, den 21. Oktober, von 10 bis 14 Uhr findet der Star Wars Reads Day statt, bei dem auch Kostümträger herzlich willkommen sind. Doch schon ab Montag, den 9. Oktober, können sich Interessierte in der Bibliothek auf ein Event einstimmen. In den Bibliotheksräumen wird eine faszinierende Lego-Modellausstellung rund um die Sternensaga präsentiert. Diese wurde von einem engagierten Privatsammler mit viel Liebe zum Detail vorbereitet und in Vitrinen aufgebaut. Under the Rainbow Swing meets Poetry heißt es am 13. Oktober in der Galerie Martina Fregin. Manuela Moritz singt und liest lyrische Erinnerungen und Fantasien aus ihrem selbst illustrierten Buch mit Gitarrenbegleitung von Uwe Sommer. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Um Anmeldung per Mail wird bis zum 10. Oktober gebeten.
Willkommen beim Sport. Mit einem großen Dressurturnier lockte Reitsport Manski zahlreiche Reitsportbegeisterte auf seinen Hof. Die Hallendressurtage bei Reitsport Manski luden ein breites Teilnehmerfeld zu sich aufs Gelände ein, um in den unterschiedlichsten Prüfungen die Besten zu ehren. Am 1. Oktober fand in der Cavallo Arena unter anderem das Finale des Nürnberger Burgpokals der Junioren in Mecklenburg-Vorpommern 2023 statt. Dieser gilt im Bereich der Nachwuchsförderung als bedeutendste Serie dieser Art weltweit. Um auch jüngere Reiter an den Turniersport heranzuführen und sie dafür zu begeistern, wurde der Nürnberger Burgpokal der Junioren ins Leben gerufen. Ausgelobt wird er von der Nürnberger Versicherung, die durch Manja und Norman Femfert vertreten wird. Sie kommen bereits viele Jahre immer wieder gerne nach Güstrow. Ja, natürlich neben dem wunderschönen Wetter sind wir natürlich happy, dass das alles so gehalten hat, aber auch von den Teilnehmern her ordentlich und ja, schön besucht war. Wir haben ja hier das Finale jetzt bei Andreas hier in seiner Location bei Reitsport Manski austragen dürfen. Hatten es damals ja im Landesgestüt zu den Anfängen etablieren können und haben dann aber auch ganz schnell gesagt, weil das auch mit einigen Terminen immer kollidierte: Mensch, Andreas, wie sieht's aus? Wollen wir daraus ein Event bei dir machen in enger Zusammenarbeit? Und ja, über die Jahre ist auch eine ganz, ganz enge Freundschaft entstanden. Und hier vor Ort ist natürlich auch alles gegeben. Ne? Also nicht nur die Location als solches, dass wir auch wetterunabhängig wären, ne, weil es in der Halle ist, sondern eben auch natürlich für Reiter, Pferdpaar vorne schnell nochmal das ein oder andere zu kaufen, ne, sich beraten zu lassen oder zu sagen, ey Menschenskinder, jetzt war es doch heute ein bisschen klemmig. Was könnte ich eventuell nochmal im Sattel verändern? Oder was vergessen. Genau, oder was vergessen. Das ist auch so ein typisches Thema, ja. Beim Nürnberger Burgpokal der Junioren können jedes Jahr mehrere hundert Jugendliche ihr Können zeigen. Gewonnen hat den Pokal am vergangenen Wochenende Pauline Linde auf dem Wallach Gatsby 171, gefolgt von Leonie Kreuz auf der Stute Elfenzauber, und den Platz 3 sicherte sich Julie-Therese Bollmann auf dem Wallach All-Inclusive 10. Ja, also der Nürnberger Burgpokal ist ja eine Förderung der Nürnberger Versicherung, die weit über 3 Jahrzehnte jetzt läuft, sich direkt auf den Dressursport bezieht, und zwar in der Jugendklasse für junge Pferde bis zu 7 Jahre und bis hoch zum Spitzensport deutschlandweit ausgetragen wird. Dadurch hat der Nürnberger Burgpokal eben weltweit auch Anklang gefunden und sich einen Namen gemacht und etabliert. Manja Femfert war an diesem Wochenende in doppelter Rolle auf dem Turnier unterwegs. Sie nimmt gerne selber an den Turnieren teil und freut sich über die guten Bedingungen vor Ort. Also muss ich sagen, immer wieder schön, weil das ist eine super Organisation. Das ist auch immer noch mal so für uns ein Jahresabschluss, bevor es dann in die richtige Winterarbeit geht. Wir ist noch mal so ein bisschen Feedback, wie hat das Jahr jetzt, was hat man für ein Resümee gezogen, wie haben die Pferde sich entwickelt. Und wie mein Mann schon sagt, wir haben ja super Bedingungen. Der Außenreitplatz ist top, dann geht man in eine Reithalle rein, wo besser Boden ist und die Beschallung ist top. Es ist schön mit den Zuschauern, dass einfach mal auch Leute da sind. Das ist leider Gottes viel zu wenig geworden im Laufe der Zeit, ne? Und das ist halt wirklich so ein Event. Und ja, wie Norm auch schon sagt, das macht unglaublich viel Spaß, weil alle so nett sind und es ist halt ein freundschaftliches Zusammensein, dass man auch mal hier schön essen kann und einfach nochmal nette Worte austauscht. Mit ihr gingen in der Dressur der Klasse M 12 weitere Reiter-Pferd-Paare an den Start. Den Sieg holte sich Roland Lüders vom Reitverein Güstrow mit seiner Mecklenburger Stute Bella del Sol. Andreas Manski und sein Team sind dankbar für ein tolles Turnierwochenende und bedanken sich bei allen Teilnehmern. Am 30. September ging es für 12 Kinder und 6 Trainer vom LAC Myrosin nach Warnemünde zu einem besonderen Trainingstag am Strand. Der Tag begann mit einem 1,6 Kilometer langen Aufwärmlauf, gefolgt von Beweglichkeitsübungen, Reaktionstests und Laufspielen. Nach einer Pause mit Pizza starteten sie mit einem Spiel in die zweite Einheit. Diese beinhaltete Hürdenläufe bergauf, rhythmische Sprünge sowie einen 4-Kilometer-Lauf gegen die Zeit. Einige wagten dann noch die Abkühlung in der Ostsee. Insgesamt war es ein erfolgreicher und sehr unterhaltsamer Trainingstag. Ein großer Dank geht an die Stadtwerke Güstrow, die den Verein unterstützen, solche Projekte mit den Kindern umzusetzen. Das Ranglistenturnier des Dartverbands Mecklenburg-Vorpommern sorgte sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den Zuschauern für viele spannende Momente. In Mecklenburg-Vorpommern ist das Dartfieber ausgebrochen.
Das zeigte sich wieder beim zweiten Ranglistenturnier, das in Güstrow ausgetragen wurde. 180 Männer und 22 Damen waren aus ganz Mecklenburg-Vorpommern in die Balachstadt gekommen und ließen in der Sporthalle in der Kessiner Straße die Pfeile fliegen. Mit dabei Klaus Gabbert, der Präsident des 2021 gegründeten Dartverbandes MV, der die Entwicklung dieser Sportart im Land mit nur einem Wort treffend umschreibt. Rasant. Also man kann nichts anderes sagen als rasant. Wir verdoppeln und verdreifachen jedes Jahr unsere Zahlen von den Vereinen und den Mitgliedern. Und nachdem wir jetzt auch im Landessportbund Mitglied sind, werden ja auch die Spieler zugerechnet, die eben nicht Liga spielen. Und da sind wir jetzt so bei ca. 1400 und 800 spielen bei uns in den Ligen. Also wir haben enormen Zulauf. Nach der Eröffnung wurde der Wettkampf mit dem Schlachtruf der Dart-Familie Gut Dart eröffnet. Gespielt wurde in der Vorrunde bei den Männern in 32, bei den Damen in 4 Gruppen. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichten das Finale, die Dritt- und Viertplatzierten spielten eine Art Trostrunde aus. Nach spannenden Spielen und einem langen Wettkampftag siegte bei den Männern Jens Meyer vom TSV Zarentin vor Nico Lehmann von den Neubrandenburger NB Darts. Auf dem dritten Platz kamen David Stutt vom SV Lohmen und René Krause vom Bad Doberaner SV ein. Bei den Damen setzte sich einmal mehr Antje Kalski von den Steel Bulls vom Güstrower SC durch. Die amtierende Landesmeisterin verwies im Finale Alexandra Winkler aus Reinkenhagen auf den zweiten Platz. Zum Schluss wollten wir vom Präsidenten wissen, ob es ein Geheimrezept gibt, dass die Pfeile immer genau dorthin fliegen, wo man sie hinhaben will. Am besten wäre zielen, also das geht, aber das ist natürlich schwierig. Also meistens ist ja der Gedanke weiter als das eigene Können, aber es geht alles bloß über Training und alle haben Spaß dabei und trainieren auch viel. Also es wird viel trainiert bei uns hier, also zum Beispiel in Güstrow, bei den Steel Bulls oder eben auch zu Hause. Fast jeder hat eine Scheibe zu Hause, was die Frau da manchmal nervt, wenn sie nicht selber Dart spielt. Aber ansonsten ist es so, man muss einfach trainieren und dann läuft das. Trainieren kann man in Güstrow bei den Steel Bulls im Gebäude der Volkssolidarität in der Neukruger Straße 67a. An jedem Dienstag und Donnerstag fliegen dort ab 19 Uhr die Pfeile. Interessenten am Dartsport sind jederzeit herzlich willkommen. Ein schreckliches Verbrechen hat am vergangenen Wochenende ganz Güstrow schockiert. Ein Mann wurde lebensbedrohlich verletzt und kämpft noch immer um sein Leben. Er ist unter anderem aktiv beim GSC 09 und sein Verein geht gerade mit ihm, seiner Familie und Freunden durch eine extrem schwere Zeit. Um zu helfen, wurde unter anderem eine Spendenaktion für das Opfer gestartet, die noch immer unterstützt werden kann. Die Aktion ist unter anderem auf www.güstrow-fußball.de zu finden. Leider gibt es in den letzten Tagen immer wieder Falschmeldungen, die durch Menschen gestreut werden. Der GSC und die Angehörigen des Opfers bitten eindringlich darum, dies zu unterlassen und keine Fake News zu verbreiten. Wir wünschen dem Opfer, seiner Familie und seinen Freunden alles Gute und drücken ihm ganz fest die Daumen. Herzlich willkommen im Hagebaumarkt Güstrow. Mein Name ist Wilfried Minnig und heute melde ich mich einmal aus unserer reich gefüllten Gartengeräteabteilung, getreu dem Motto, ihr habt den Garten und wir das Werkzeug. Wir haben das Werkzeug, was ihr braucht, und zwar von den Marken Fiskars, wir haben Wolf Gartengeräte, wir haben Gardena und wir haben auch unsere tolle Eigenmarke Mr. Gardener. In dieser langen Regalwand findet ihr so ziemlich alles, was das Gärtnerherz zum Höherschlagen bringt. Ich möchte mal was ganz Tolles zeigen. Vielleicht der Tipp des Gartenmeisters, der höhenverstellbare Spaten von Fiskars. Das kennen die wenigsten, aber ist ein tolles Gerät. Ganz sauber, passt an jede Körperform. Große Menschen, kleine Menschen, ihr werdet ihn lieben. Dazu unsere tollen Gartengeräte von Wolfgarten. Wer die schon mal hatte, wird sagen, es gibt kaum was Besseres. Die haben das tolle Klicksystem. Wie es sich anhört, einfach mal Klick. So geht das, ruckzuck, kein Schrauben, kein Sammeln, einfach nur raus und fertig. Das gleiche gibt es auch von Gardena, macht auch riesig Spaß. Ich kann euch nur sagen, wenn der Garten euch ruft, dann kommt ihr mit dem besten Werkzeug aus dem Hagebaumarkt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
willkommen beim Wetter. Heute Abend sollten Sie den Regenschirm nicht vergessen, da es immer wieder regnet bei Werten um die 15 Grad. In der Nacht bleibt die Wolkendecke geschlossen, die Temperaturen bleiben gleich. Ebenfalls bedeckt starten wir in den Samstagmorgen und die Temperatur liegt bei 14 Grad. Des Weiteren sind von mittags bis zum Abend immer wieder anhaltende Schauer zu erwarten und die Temperaturen liegen zwischen 11 und 13 Grad. Nachts fällt weiterhin Regen, die Temperaturen gehen zurück auf 9 Grad. Am Sonntagmorgen ist es sonnig bei Temperaturen um die 7 Grad. Im weiteren Tagesverlauf ist es teils wolkig, teils heiter, bei Werten zwischen 9 und 13 Grad. In der Nacht ist der Himmel dann wolkenfrei und das Thermometer fällt auf 5 Grad. Hier geht es weiter mit unserem Best-of. Wir wünschen viel Spaß und ein schönes Wochenende. Willkommen in der Steakwerft. Ich bin Stefan Pistol, euer Fleischermeister und ich zeige euch mal, was es hier alles gibt. Wir haben eine riesen Auswahl an regionalem Fleisch aus Mecklenburg-Vorpommern, alles in Bio-Qualität, aber natürlich darüber hinaus auch Spezialitäten aus der ganzen Welt. Wir haben Iberico-Schwein aus Spanien und wir haben natürlich auch japanisches Wagyu-Steak. Also wir haben für alle was, ob Hobbykoch oder Profigriller und natürlich die passenden Spirituosen, Gewürze und natürlich auch die richtige Pfanne. Also, komm vorbei!